wunderschönen guten Morgen hier von der Insel Mallorca. Ich bin hier im Yoga Retreat Center Somanera. Mein Name ist Eva von Mananya Yoga Wien. Schön, dass du mit mir heute wieder in der Früh Yoga machen möchtest. Freut mich. Setz dich bequem hin. Ich fange immer gerne im Sitzen an. Zuerst ein bisschen Zentrierung. Gerade in der Früh brauche ich noch meistens ein bisschen, um den Schlaf aus den Augen zu kriegen. So, schließ die Augen. Du kannst dich gerne auch auf eine Decke draufsetzen. Und für ein paar Momente widme dich deinem Atem zu 100%. Beobachte und vertiefe ihn. Den Fokus jetzt ganz bei dir. Kannst du langsam wieder die Augen öffnen, wenn du möchtest. Über die Seite nimm nun die Arme mit der nächsten Einatmung hoch. Verschränke die Hände, streck dich nach oben, atme aus. Nochmal tief einatmen, die Flanken lang, Herz heben, Kopf ein bisschen zurück. Und jetzt mit der Ausatmung drehen nach rechts auf. Bring die linke Hand ans rechte Knie und die rechte Hand hinter den Körper. Atme ein, wieder zurück zur Mitte, streck dich wieder nach oben hoch. Atme aus auf die linke Seite, rechte Hand, das linke Knie, linke Hand hinter den Körper. Atme ein, wieder zurück zur Mitte. Und atme aus, bring die Hände ganz weit nach vorn. Bleib hier, atme weiter, lauf mit den Händen so weit nach vor, wie du kannst. Gleichzeitig schau aber, dass die Sitzbeine geerdet bleiben, der Po möglichst am Boden bleibt. Und du richtig lang nach vorne unten wirst. Von hier roll nun langsam hoch zum Sitzen, Wirbel für Wirbel aufeinander stellen. Gerne auch noch die Schultern bis zum Schluss hängen lassen, den Kopf bis zum Schluss hängen lassen. Die Schultern zurück, den Kopf langsam hoch. Guten Morgen. Lass uns in Position des Kindes starten. Setz dich zurück auf die Fersen. Lass den Kopf schwer nach unten werden. Und mit der nächsten Einatmung roll dich nun auf zum Sitzen. Atme aus, bring die Hände nach hinten, heb dein Herz. Bleib hier, atme ein. Und atme aus, wieder ganz rund. Rollen, kipp das Becken nach hinten, der Blick geht Richtung Bauchnabel. Atme ein, über die Seite, nimm nun die Arme hoch. Und atme aus, bring die Hände wieder nach vor für die Position des Kindes. Kipp Außenbecken nach vorne, bring die Hände zurück. Atme ein, mit runden Rücken wieder hoch in den Vierfüßler. Und atme aus, lass die Hüften langsam tief sinken. Und ganz zum Schluss hebt den Kopf für eine erste Kobra. Mit der Einatmung Kinn zum Brustkorb, roll hier langsam wieder hoch in den Vierfüßler. Stell die Zehen auf, kipp das Becken, schieb dich zurück in den abschauenden Rücken. Atme in deinem Atemrhythmus weiter und nimm dir ein paar Momente hier Zeit, im abschauenden Hund mit deinem Hund ein bisschen Gassi zu gehen. Ein Bein strecken, ein Bein beugen. Die Hände zieh am Boden zusammen und lass die Schultern breit werden. Schau, dass es nicht zu eng wird im Nacken, das ist nicht fein für den Nacken. Schaff den Nacken Raum. Dann brauchst du auch nicht zu deinen Füßen schauen, die bleiben dort, laufen dir nicht davon, hoffentlich. Und von hier komm nach vorne ins Brett. Gerne die Knie vorher ablegen und dann den Rest des Körpers zurück am Boden. Atme ein,
Kobra. Und aus, wieder zurück in den abschauenden Hund. Heb das rechte Bein nach hinten oben hoch. Und steig rechts nach vor zwischen deine Hände hinein. Der Einatmung nimm die Arme über die Seite hoch. Und atme aus, bleib hier, streck dich dem Himmel entgegen, find wieder deinen Atemrhythmus und bleib hier ein paar Momente. Drück den hinteren Zehenballen fest in den Boden und zieh ihn nach vor, schieb dabei die rechte Hüfte zurück, bis die Hüftknochen parallel zueinander sind. Heb dein Herz, lehn dich ein wenig zurück, bring nun deine linke Ferse zum Boden und die Hände so auf circa 10 Uhr ebenso zum Boden. Ganz weit nach vorne strecken. Genau. Wenn wir hier angekommen sind, zieh die Füße noch einmal zusammen. Schau, dass dein Knie über dem Knöchel ist und das Knie auch nicht nach innen hereinfällt. Und von hier wandere mit den Händen so weit du kannst nach vorne. Schräg vorne, lass das Herz nach unten sinken. Aber schau, dass der Po in der anderen Richtung drüben bleibt. So nach rechts hin über den Po schieben. Sitzbeine richtig schön weiten. Und dein Herz nach unten ziehen lassen. Komm langsam mit den Händen zurück zu deinem rechten Fuß. Von hier streck langsam das rechte Bein. Die rechte Hand kannst du entweder auf das Schienbein hinter den Fuß oder vor den Fuß oder auf den Block nehmen. Und mit der nächsten Einatmung hebst du dann deinen linken Arm über vorne oben hoch für ein Dreieck. Trikonasana. Gerne kannst du den Kopf auch gerade halten, dass du den Nacken nicht stresst. Beide Schultern zieh zurück. Den linken Fuß drück fest in den Boden, ziehen nach vor, dass auch die Innenseite der Oberschenkel engagiert bleibt. Bring die linke Hand zum Boden. Beuge dein rechtes Bein, hol die linke Ferse hoch und steig von hier zurück ins Brett. Aus dem Brett. Schweb als Brett zu Boden. Atme ein für die Kobra. Und aus, zurück in den abschauenden Hund. Das linke Bein hoch. Und nach vor, zwischen den Händen hinein. Hoch für Alanasana. Eine Variante vom Krieger 1 ist das. Die Ferse hinten bleibt oben. Holst dir deine rechte Hüfte nach vor, schiebst die linke ein wenig zurück. Versuch mit dem Knie über den Knöchel zu bleiben. Hintere Zehenballen drückt in den Boden und zieht nach vor. Heb dein Herz die Flanken lang und dann gerne ein wenig zurücklehnen. Atem fließen lassen. Genießen diese Öffnung in der Früh. Die Sonne ist gerade rauskommen. Bring achtsam deine rechte Ferse zum Boden. Hinteren Fuß parallel zum Mattenrand wieder. Und dann die Hände weit nach vor, wenn du das Gesäß nach hinten schiebst. Den Atemzug, um hier anzukommen. Gerne kannst du alle 10 Zehen für einen Moment hochziehen, den Großzeh, Großzehballen wieder jeweils in den Boden drücken und den kleinen Zeh. Und von hier langsam weiter nach vorne laufen, mit den Händen auf 2 Uhr. Und die Sitzbeinhöcker weiten, das Gewicht gut verteilen, so nicht zu sehr in die nach rechts rüber, sondern Sitzbeinhöcker Po ein bisschen nach links schieben. Achte darauf, dass dein linkes Knie über dem linken Knöchel bleibt, auch nicht nach innen fällt. Von hier komm wieder mit den Händen zum linken Fuß. Zieh die Füße zusammen, halte das und beginn langsam das vordere, das linke Bein zu strecken.
Schau, dass dein Rücken dabei lang bleibt, du nicht rund wirst. Platziere die Hand wieder gerne auf dem Schienbein, sollte aber kein Gewicht drauf bleiben. Oder auf einem Block oder auf der Innen- und Außenseite vom Fuß, wo es sich gerade richtig und gut anfühlt. Ich drehe gerne auch die Hand ein bisschen nach außen auf. Und von hier nimm deinen Arm nach oben mit. Beide Schultern ganz bewusst nach hinten schieben. Und die weite Wahrnehmung. Ich kitzel die Sonne schon in der Nase. Wie schön. Die rechte Hand wieder zum Boden, beugt das rechte Bein, hintere Ferse hoch und ins Brett zurück. Von hier nun gerne entweder Chaturanga oder am Boden ablegen, aufschauender Hund oder Cobra und in den abschauenden Hund zurück. Von hier mit runden Rücken in den Vierfüßer und zurück in die Position des Kindes für ein paar Momente. Bring die Hände zu den Knien, heb den Blick nach vor, heb die Schultern hoch und komm langsam zum Sitzen. Streck deine Beine nach vorne aus. Genau. Finde eine bequeme Sitzposition. Sitzbeinhöcker nach hinten rausziehen, das Becken wieder nach vorne kippt, Sitzbeinhöcker weiten. Gerne kannst du dich auf eine Decke oder auf einen Block draufsetzen. Es ist wichtig, dass du gut sitzt. Dann greifst du dir dein rechtes Knie, ziehst das Knie nah ran, stellst den Fuß auf die andere Seite hinüber. Achte darauf, dass der Großzeh, Großziehballen hier gut erdet, ja, dass nicht das passiert oder gar das, wo du hier sichelst und den Fuß in eine Supination bringst. Immer nicht. So, schau, dass du gut hier stehst, Fuß gut geerdet ist. Mit der linken Hand nimmst du dein Knie ganz nah ran. Ellbogen gerne ein bisschen heben, aber dafür die Schulter unten lassen. Die rechte Hand bringst du ans Brustbein, du atmest ein, schaffst dir Raum in der Flanke und drehst auf die rechte Seite auf. Gerne kannst du die Hand, die rechte, hinter den Körper absetzen. Beide Schultern ziehen zurück. Der vordere Fuß ist auch nicht untätig. Die Ferse drückt vorne in den Boden. Die Zehen auseinanderziehen, Großzehballen drückt wieder nach vor und deine Wirbelsäule bleibt hier ganz lang. Bring die Hand, deine rechte Hand wieder aufs Brustbein, atme nochmal tief ein und mit der Ausatmung dreh nach vorne auf. Das rechte Bein streckt wieder nach vorne aus, nochmal gut adjustieren, dass du gut sitzt. Linkes Bein ran, üb drüber steigen auf die andere Seite. Rechten Fuß auch mit aktivieren, Großzehballen zieht nach vor. Rechte Hand greifst du dir dein Knie, ziehst das Knie ganz nah ran. Linke Hand aufs Brustbein, atme ein, schaff dir den Raum hier in der Vorderseite und mit der Ausatmung dreh nach links auf. Die linke Hand hinterm Körper absetzen. Du kannst gerne optional auch den Ellbogen nehmen und dein Knie in den Ellbogen hineinnehmen. Nimm ein paar tiefe Atemzüge. Beide Schultern möglichst nach hinten ziehen. Den Körper aufrichten. Linke Hand aufs Brustbein. Einatmen nochmal richtig lang. Und mit der Ausatmung dreh nach vorne wieder auf. Streck beide Beine nach vorne aus. Und nun die Füße aufstellen. Füße zusammen. Umarme deine Oberschenkel unten rum.
ganz nahe, zieh den Oberkörper zu den Oberschenkeln. Ein ganz kleines Paket. Und von hier kannst du, wenn du magst, mit den Füßen nach vorne rutschen und schauen, wie weit der Oberkörper mitkommt. Versuch den Rücken trotzdem hier lang zu halten. Sitzbeine gedacht weiten, der Großziehballen, der große Zeh zieht nach vor, das Herz zieht nach vor. Noch ein tiefer Atemzug hier. Und dann löse langsam die Hände unter den Beinen. Stell den Oberkörper nochmal auf. Streck die Arme nach oben. Einmal noch richtig Länge. Und atme hier aus. Leg dich zurück auf den Rücken. Breite die Beine bequem aus. Nimm dir Raum auf deiner Yogamatte. Breite die Arme neben den Körper aus. Lass den Atem in seinen natürlichen Atemfluss zurückkehren. Beobachte ihn. Und dann vertiefe ihn nochmal für ein paar Momente. Richtig tief den Atem fließen lassen. Zurückkehren wieder zum natürlichen Atemfluss. Ein paar Momente in die Stille. Deine Zehen wieder zu bewegen, die Fußgelenke kreisen zu lassen, Finger zu bewegen, die Handgelenke mit zu kreisen, nochmal den Kopf nach rechts drehen und wieder zurück zur Mitte und nach links hinüber und zurück zur Mitte. Stell die Füße hinter den Gefäß auf. Hol dir beide Knie nochmal zum Brustkorb heran, umarm deine Knie ganz liebevoll, herze sie. Roll auf deine rechte Seite, bleib noch einen Moment hier. Und dann komm über die rechte Seite zum Sitzen hoch. Find nochmal eine bequeme Sitzposition zum Abschluss. Schließ die Augen. Wenn du möchtest, bring die Hände zum Herzen. Anjali Mudra oder aufs Herz legen, was sich heute besser für dich anfühlt. Und lass uns mit einem gemeinsamen Om die Praxis, die Morgenpraxis beenden. Atme tief aus. Tief ein. Dankeschön für deine Zeit, dass du mit mir heute in der Früh-Yoga gemacht hast. Ich wünsche dir einen super Start in den Tag, einen wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen und vielleicht bis bald im Ananya oder wieder auf der Yogamatte. Dankeschön.